So, und dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Session von mir, und zwar zu Dark Souls 2. Nachdem wir ja schon Dark Souls 1 durchgeletzplayt haben und Dark Souls 3 in der Infokarte sonst verknüpft für alle, die es verpasst haben, widmen wir uns jetzt hier Dark Souls 2. Und wir starten natürlich direkt Blut ein, Untertitel ein, ja natürlich. Helligkeit machen wir einen Tick höher, damit man es auch auf allen Geräten sieht, jawohl. Das lassen wir mal so. Und dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed.
Alles klar. Dann würde ich sagen, los geht's mit Dark Souls 2. Okay. Ich habe keine Waffe. Und ansonsten auch nichts. Oh Mann, scheiße. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Tja, das ist übrigens der zweite Lauf. Ich habe Dark Souls 2 schon mal gespielt an dieser Stelle, muss ich sagen. Aber ich habe es noch nie gelet's played. Ich habe es noch nie, Let's Play davon gemacht. Und das hier ist das erste Mal, wo ich ein Let's Play mache. Und damals, als ich es durchgespielt habe, das ist schon verdammt lange her. Und aus diesem Grund habe ich schon mega viel wieder vergessen. Na gut, okay. Ich glaube, wir müssen hier vorne weiter, ne? Oh! Shit. Ohne Waffe ist das ein bisschen uncool. Ah, die fliehen. Okay. Das hätte ich nicht machen sollen. Fuck. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Scheiße, das war ein Fehler. Okay. Wir haben einen Durchgang hier. Mit diesen großen Füßen ist das, glaube ich, nicht gut. Ich kann mich hier vage an etwas erinnern. Ich habe nichts gesehen. Wir gehen mal wieder zurück. Das nimmt kein gutes Ende. So, ich will mal gucken, ob die mir noch böse sind, weil ich will das Gebiet hier eigentlich noch erkunden. Hallo? Seid ihr jetzt nette Freunde? Uah, nein, 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 nein. Ich greife mich immer noch an. Ich brauche eine Waffe, dann kann ich sie töten. Ja, hier nur noch drauf. Nein, komm. Oh. Da ist was. Es ist wirklich, es ist einfach Dark Souls. Verwinkelt und was weiß ich alles. Kleiner, glatter, seidiger Stein. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier rein, oder? What seems to be the ruckus? Your face, the face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here, all the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Your name. Na, das ist doch klar. Hätte ich fast noch ein X vergessen. Natürlich bin ich sicher. At least you know your own name. Here's your of you.
Nur, wer bin ich? Aha, wir machen mal Klasse und Gabe. Also, Klasse, Krieger. Kampferprobter Krieger. Sehr stark und geschickt. Enorme Waffenerfahrung. Ritter. Umherziehender Ritter. TP und Anpassung hoch. Kaum zu bewegen. Nein. Schwertkämpfer. Hochbegabter Schwertkämpfer. Kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Dann der Bandit, ein gnadenloser Gesetzloser, sehr geschickt, erfahren mit dem Bogen, zielt aus jeder Distanz. Kleriker. Kleriker auf Pilgerreise, hoher Wille und Wunder. Hoher Wille und Wunder leiten ihn. Zauberer, wissensreicher Zauberer, wirkt Zauber mit hoher Intelligenz und Einstimmung. Dann der Erkunder, weitgereister Erkunder, nicht sonderlich stark, hat aber viele Objekte. Ja, ich sehe es, auf der rechten Seite haben wir die Objekte. Bettler, nackt und unbekannter Herkunft, hat nichts zum Kämpfen außer seinem lebensbejahenden Leib. Es ist immer das Schwierigste, was nimmt man? Ein Zauberer hätte bereits zu Beginn ein paar Zauber. Ein Ritter hätte zu Beginn bereits ein gutes Schwert. Wir nehmen den Zauberer. Das hat einen bestimmten Grund, weil später im Spiel kommen noch ganz, ganz viele. Obwohl... wir machen den Zauberer. Also, was nehmen wir für einen Lebensring? Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Ein vertraut wirkendes Abbild lässt Hüllen wieder leben. Heilstoff, diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden Tag, der Draklei bereist. Heimatknochen, Riesenbaumsamen, steinertes Etwas. Nicht essbar. Versteinertes Etwas. Wir nehmen das versteinerte Etwas. Wohl werft diese Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden zu erhöhen. Oh, das machen wir nicht. Wir nehmen das versteinerte Etwas. Vielleicht werden wir sie, dass sie eines Tages brauchen. So, jetzt muss ich... Eigentlich muss ich hoch, ne? Erstellung abschließen. Nein, ich will eigentlich noch die oberen verändern. So, ja, ach so, gut. Dann der Körper. Geschlecht. Männlich. Dann, so ist ganz gut. Die Figur lassen wir mal so. Dann das Aussehen. Ja, da lege ich nicht so einen Wert darauf. Wir könnten... Wir machen es ein bisschen seriös hier. Wir machen nicht so blöde Haarfarben. Wir nehmen Braun. Wir lassen die zerzauste Frisur. Die Augenfarbe ist mir noch wichtig. Nein, nicht die Augenbrauenfarbe. Grüne Augenbrauen. Man kann so eine missgestaltete Kreatur hier machen. Man sieht schon, man kann hier ganz, ganz viel anpassen. Das ist für mich jetzt aber nicht wichtig. Wir gehen hier hin und wir bestätigen. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer.
you lose your souls. All of them. Over and over again. Na dann, würde ich mal sagen, wir fangen mal richtig an. Die alten Damen hier, die sind immer nur doof am Lachen, aber sie haben eben leider recht. Okay. So. Ah, Menschenbild, sehr schön. Tja. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if to start again. With okay, Moment. Die lacht nur, die einzige, die redet. This is a limbo. A link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Okay. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did. And her mother before her, and so on. The old women were keepers of the fire. But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, firekeepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. The old women are sisters. Okay. Ja, das ist bereits bekannt. Okay. Kann ich hier wieder raus? Sehr schön. Ich will nämlich den großen Dicken noch töten und ich will die Kleinen hier noch töten. Lebenssteine. Okay, ich habe Lebenssteine, so wie es aussieht. Estus Flakon, so wie wir es in Dark Souls 1 hatten, kommt vielleicht später noch. Hoffen wir es mal. Okay, so. Einer ist weg. So. Ich bin mir so sicher, dass hier noch irgendetwas ist. Irgendwo hier muss noch was sein. Okay, nice, nice. Geht schnell so. Oh, der ist noch angeschwächt. Und du stirbst. Jawoll. Eine rüstige Münze. Ich glaube, die bringt Glück. Die ist so wie in Dark Souls 1. Wenn man die einsetzt, bringt sie Glück. So, jetzt mal zu dem großen Dicken hier. Ich weiß nicht, ob er stark ist, ich weiß nicht, ob er schwach ist, ich habe keine Ahnung. Wir hauen mal einen Seelenpfeil drauf. Okay, du bist groß. Aber du stirbst. Ich renn mal wieder zurück. Na, hierfür bist du zu dick. So sieht's aus. Die Kleinen machen dich mit Magie fertig. Schön. Na, leg dich hin. Gute Nacht. Ein Steinring.
Boah, die Steuerung ist ein bisschen anders hier gerade. Verringern. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Den sollte ich doch irgendwie anziehen können, oder nicht? Jawohl, hier. Oh, wir können 4 Ringe anziehen. Besser als in Dark Souls 1. Da gab es nur 2. Ich habe das doch wieder vergessen, Mensch. Oh. Loot. Goldharz, damit kann ich meine Waffe verzaubern mit Blitzschaden. Sehr schön. Hier haben wir ansonsten nichts mehr. Es ist doch perfekt hier. Da hinten haben wir auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir schließen mal die Tür, dass nichts Böses reinkommt. Und wir gehen auf dieser Seite wieder raus. Weil ich ein netter Typ bin. Nein, warte mal, ich will... Verdammt. Na gut, lassen wir die Tür halt offen. Oh, ein Leuchtfeuer. So. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Wenn das nicht schön ist, können wir reisen? In der Tat, wir können schon ins nächste Gebiet reisen, oder? Dazwischen. Ist das das Anfangsgebiet? Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Jetzt gehen wir hier weiter. Aber... bevor wir hier wirklich weitermachen, machen wir eine klitzekleine Pause zu Dark Souls 2 und in der nächsten Folge geht's weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Bis dann.